Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder, wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich, Wahnsinn. An diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieses nervenzerfetzenden Kampfes ist Bomba Luigi. Bravo, Bomba, du bist der neue Champ. Yippie, der Meistergurt! Ein Zeichen des Sieges über den Ex-Champion Aurelius. Der neue Champion ist Bomba Luigi! Yeah, klatschen! Cool, cool, cool! Bomba! Wow, Leute, wir werden gefeiert! Wir haben in der letzten Folge endlich Aurelius besiegt und somit sind wir hier durch! Bomba, du hast es geschafft! Du bist der neue Champion! Toadscover, übergib ihm seine Gage! Bitte, ja, 100 Münzen als Sieg. Wow, jetzt haben wir mit 30 bekommen. 100? Krass. Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Totskova, bring Bomba seine neue Garderobe. Verstanden, Herr Klappern. Also Champion, hier entlang. Wir werden jetzt auch Champion genannt. Not bad. Und Klappern, was macht der? Könnt ihr verstehen? Aber, nee, es scheint wohl doch noch nicht zu Ende zu sein hier. Wir müssen nämlich noch ein Geheimnis lüften. Zum Beispiel, wer ist X? Und, naja, wird der Toadscover gegen uns sein, jetzt wo sie weiß, dass wir geschnüffelt haben? Ich meine, sie hat uns ja erwischt. Ein goldener Gamebot war es. Geil. Mein herzlichen Glück von Champion. Von heute an darfst du diese Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz allein. Mach es dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Also bis dann. Ein goldener Raum mit einem sehr spitzen Teppich, wenn ihr mich fragt. Endlich geschafft, Mario! Aber Aurelius hatte offensichtlich wirklich keine Ahnung von dem Sternjuwel. Du wirst also immer noch nicht, wo das echte Sternjuwel ist. Hm? Irgendwer redet da, hörst du das? Mario, hörst du auch die seltsamen Stimmen? Oder hast du Schizophrenie? Gumbrina? Nee, warte, ich weiß auch. Da, durch den Lüftungsschacht. Vielleicht ein Geist? Wir uns erschrecken vor der E-Mail. Was kann das sein? Ich mag keine bösen Überraschungen mehr. Komm, lese endlich. Okay, lesen wir. Was geht ab? Finde heraus, wer der Geist ist. X. Warte. Also X hört uns sogar die ganze Zeit. Weil nur wir haben ihn gerade Geist genannt. Das ist richtig gruselig, Mann. Habe ich irgendwo so ein Ding an mir dran kleben, wo man uns hören kann? Wir sollten den Geist finden. Aber was... Keine Ahnung, also... Ich verstehe auch nicht so wirklich ganz, was hier abgeht. Und ich weiß auch nicht, ob der Teppich wirklich so schick ist. Aber gut. Gibt's hier irgendwas noch Besonderes in diesem Raum? Ja, statt ein Bild von Aurelius ist einfach ein Bild von Mario. Können wir das theoretisch wegpusten? Nee, wir können aber die ganze Bude zum Beben bringen. Geil. Was sagt denn der Gameboy? Was möchtest du tun? Können wir kämpfen? Kämpfer Bomba, du bist derzeit für den Kampf gesperrt. Ey, warum? Das ist auch wegen dem X. Okay, ich glaube, Kampf ist immer dann gesperrt, wenn wir mit der Story machen sollen. Aber ich meine, es gibt noch mehr Kämpfe, die wir machen können. Müssen wir dann halt schauen, wenn es soweit ist. Hey, weg damit! Weg mit dem Ding! Hier, wir machen es ihm da hinter dem Ding kalt. Pusten rein. Nee, ich komme nicht durch. Ich kann es auch nicht kaputt schlagen. Oder vielleicht eine Schnappattacke? Nein, warte, ich hab's. Starken Angriff! Oh yeah. Mit einem starken Angriff geht's klar. Oh, wir sind jetzt in der Wand. Ein Lüftungsschacht! Ich frage mich, wohin der führt? Ja, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wohin der führt. Da redet jemand! Ja, welch perfekt beschaffener Körper.
Da macht mich für immer wunderschön. Aber diesmal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mir schon dieser Marode erwischt. Totsuka Bomber scheint auch schon etwas zu ahnen. Ach, warte mal, dann heißt das vielleicht, dass Totsuka das auch entdeckt hat, gleichzeitig wie wir, aber sie dachte vielleicht, dass wir böse sind und das getan haben? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Naja, wenn ich entdeckt werde, kann ich immer noch was unternehmen. Ich werde es einfach so regeln, wie mit den anderen Kämpfern. Und wie mit Dark Toadster, dem ersten Champion. Diese Stimme, das ist Doc Clapbone. Der hat also die verschollenen Kämpfer auf dem Gewissen? Warte, Clapbone ist böse? Ich muss dieses Zimmer sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinem Schreibtisch verstecken. Aber es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bomber verloren. Es wird langsam Zeit, ihm auch auszulöschen. Für mich. Wie bitte? Ich dachte, er wäre cool. Aber nein, er scheint wohl gegen uns zu sein. Was geht denn da ab? Hey! Kollege! Oh, er ist verschwunden. Er ist nicht mal da. Aber er hat etwas über Unterlagen in seinem Schreibtisch gesagt. Ja, das hatte er. Können wir jetzt einfach raus? Oh oh, wir können einfach raus. Hä? Ich schaff da nicht rein. Oh nein! Mist! Warte, wo bin ich lang gegangen? Garderobe der ersten Liga. Achso, ich bin da nicht bei der ersten Liga. Ah, ich war bei den Champion im Raum. Ja, okay. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber. Ich wollte nur wissen, ob es überhaupt funktioniert. Der Weg ist ja nicht lang, aber. Ich dachte die ganze Zeit, alles wäre anders. Ich dachte, Totsuka wäre böse und Clapbone hat keine Ahnung davon, aber nein, es ist genau andersrum. Totsuka hat die ganze Zeit schon geahnt, dass Clapbone böse ist. Aber ich dachte wirklich, Clapbone wäre ein korrekter Dude. Scheinbar nicht. Scheinbar ist er das wirklich nicht. Das sind die Unterlagen, von denen er gesprochen hat. Wir sollten sie genau lesen. Mhm. Oh. Unter dem Ring gibt es also eine Maschine, für die man das Sternjuwel braucht. Hier ist sogar eine Funktionsskizze. Genau kapiere ich das jetzt nicht, aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Mhm. Die Maschine ist anscheinend in der Lage, einer Person die Energie zu entziehen. Vielleicht sind ja Marono und Samum auch von dieser Maschine ausgesaugt worden. Oh oh. Hey, wie seid ihr reingekommen? Und ihr habt die geheimen Unterlagen gelesen. Du hast also Marono und Samum auf dem Gewissen. Oh, oh nein. Bomba, hinterher. Er ist zwar nicht Bomba, aber ja, du hast recht, hinterher. Du hast diesen Namen beschmutzt. Ich werde den nicht mehr benutzen. Wo ist er hingerannt, hä? Wo ist der Idiot? Ist er hier? Clapbone, der ist nicht hier. Okay. Keine Ahnung. Hier drin vielleicht. Nee, aber wäre lustig gewesen. Nö, hier nicht. Nein, hier auch nicht. Was zum... Wo ist Clapbone abgehauen? Wir müssen ihn zur Rede stellen und alles herausfinden. Schnell! Ist er hier im Champion-Raum? Nö. Man kann sich hier ausruhen. Nee, komm, lass uns hier ausruhen. Warum nicht? Während des Chases. Bisschen schlafen. So, jetzt sind Marios Beine wieder voll intakt. Also, eigentlich nicht. Eigentlich Little Boshis hier, Beine. Er rennt ja vor uns jetzt gerade. Oh, wo zur Hölle? Ich weiß es. Er ist hier, oder? Er versteckt sich vermutlich hier. Und will die Beweise loswerden. Die beiden, die er auf dem Gewissen hat. Also, die sind nicht tot, aber... Ich weiß auch nicht, was er mit denen überhaupt vorhatte. Nein? Sind nicht hier? Was ist aus? Verdammt, der ist auch nicht hier? Okay, Moment. Er könnte ja noch hier drüben sein. Sich im Lüftungsschacht einfach verstecken. So viel würde ich ihm zutrauen. Nein?
Okay. Vielleicht ist er in der zweiten Liga? Warte. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht ist der jetzt auf der Toilette? Hat er sich da weggespült? Ne, warte, hier ist, ja, hier ist ein Büro, wo wir aus irgendeinem Grund rein dürfen. Was sagst du denn dazu? Glaubmann ist gerade ganz übergestürzt davongelaufen. Ganz überstürzt davongelaufen? Der ist gerade ganz überstürzt zum Ring gelaufen. Zum Ring? Was? Oh Gott, ich kann mir vorstellen, was jetzt abgeht. Glaubmann, der ist gerade ganz überstürzt hier reingegangen. Okay. Auf zum leeren Ring. Oder, naja, halb leer. Da. Da steht er. Du bist wirklich ein Volltrottel, mich bis hierher zu verfolgen. Und da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Was? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Was zur Hölle? What? Das ist es. Das ist das echte Ding. Der echte, das echte Sternjuwel. Was geht hier ab? Mario, schau doch, das ist das Sternjuwel. Na, wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine habe ich den Kämpfern all ihre Energie entzogen, die ganze Zeit schon. Genau, um meinen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Stimmt, er hat ja erzählt, er war mal der eigentliche Champion, aber er wurde halt älter. Wir werden nicht zulassen, dass der Sternjuwel für so etwas missbraucht wird. Das ist, was ich mit meinem Sternjuwel mache, ist ganz allein meine Sache. Also los. Volle Kraft. Sich verwandelt, oder? Kriegt jetzt so richtige Bacharme. Wie ein Superstar, sage ich seine. Oh nein, kannst mir nicht erzählen. Nein. Er wird doch jetzt nicht... Klappern ist riesig geworden. Ich werde euch zermalmen und daraus neue Energie für mich gewinnen. Okay, der Boss erinnert mich sehr an Paper Mario 1 in Chapter 3. Da gab es auch so einen Typen, der so ähnlich sah, nur halt in blau. Klappern war die ganze Zeit der Böse. Obwohl er so nett war. Mega! Meine Kraft ist unendlich! Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich! Mario, diesem Kerl werden wir es zeigen! Flucht ist unmöglich. Übrigens, ihr seht, dass die Sekte anders aussieht. Das haben wir in der letzten Folge ganz am Ende freigeschaltet, dass wir scheinbar so viele Level-Ups hatten, dass jetzt die Stage größer geworden ist. Mehr Plätze für Zuschauer auch. Bin mal gespannt, was das zu bedeuten hat am Ende. Das ist ein Mega-Klappbauen! Die Kraft des Sternjuwels macht ihn so stark! 60 KP! 4 Angriff, keine Verteidigung! Vermutlich wird er erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Also achte genau darauf, wie Mega-Klappbauen seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Klappbauen sich aufgepumpt hat. Diese Sternjuwelen haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Also er hat keine Verteidigung, aber dafür richtig Muckis. Und er wird sie immer mehr weiter hochbuffen. Er muss so schnell wie möglich ausgelöscht werden. Direkt mal mein Maxi-Beben. Das ist ja wie gesagt meine stärkste Attacke hier. Dann würde ich sagen, machen wir die gleiche Taktik wie bei Aurelius. Also Aurelius war wirklich einfach nur die Vorspeise, der Vorgeschmack auf diesen Kampf. Wow, ich bin wirklich enttäuscht über Klappbauen. Ich habe ihm vertraut. Ich dachte, er wäre ein cooler Typ. Muss er rausfinden. Er ist wahnsinnig. Kann nicht akzeptieren, dass er nur mal älter wird. Und dann seine Muckis leider verschwinden. Was so? Er macht seine Jojo-Pose, er hat nicht gebufft. Zahl der Aktionen gesteigert. Was soll das bedeuten? Ich versuch's. Okay, 3, 4, 5, 6 ungefähr war das, ne? Oder? Stampfattacke. Bam, sehr schön, sehr schön. 6 Schaden auch nochmal. Und! Nein! Schade, kein Bingo.
Guter Kampf, Bamba! Greif einfach weiter an! Genau so! Was zum... Angriffskraft erhöht? Wow, hör auf mit deinen Posen, Mann! Oh, 7 Schaden auf Mario! Oder auch Bamba Luigi. Verdammt! Mit ihm ist wirklich nicht Kirschen essen. Okay, zumindest läuft der Angriff gegen ihn sehr gut bisher. Na, das nicht. Das hätte ich jetzt mehrere Schaden machen können. Aber ist okay, wir haben unser Maxi-Beben wieder aufgeladen. Du schlägst dich wacker, Bamba! Ich habe auch nichts anderes erwartet! Schließlich habe ich sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist! Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Und ich kann auch anders! Ich werde dir eine Kostprobe meiner unendlichen technischen Raffinessen geben! Alter, was? Noch riesiger? Das kann doch nicht sein Ernst sein! Plus 3 Verteidigung? Und nochmal! Oh, Alter! Rückwärtssalto auf uns drauf! Alter! Ey, das ist gar nicht gut hier! Das ist absolut gar nicht gut, Freunde! Das... Erstmal eine Show-Einlage! Nee, also das... Ja, Maxi-Beben, auf jeden Fall! Wir müssen ihm immer noch so viel Schaden machen wie möglich! Wir haben aber schon knapp die Hälfte weg! Deshalb ist er auch so riesig geworden. Das ist richtig aggro. Junge, und wie er da auch so rumzittert. Er meint es wirklich ernst. Oh oh. Das ist überhaupt nicht gut. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Noch macht er nicht super viel Damage, aber er bufft sich immer und immer und immer weiter auf. Oh, jetzt ist ja auch Gumbas im Publikum. War zumindest einer zu sehen. Plus 3 Stärke. Oh no. Läuft er an? 7 Schaden auf beide. Okay, entspann dich, Kollege. Boah, all seine Buffs sind weg. Alle seine Buffs sind verschwunden. Haha. Wie schmeckt dir das jetzt? Oh, mehr Schaden sogar gemacht diesmal. Sehr, sehr schick. Aber warum uns heilen? Ich würde lieber die Lebenspilz verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt nämlich nicht erstmal angreifen. Bam! So, ist er schon unter 20 Leben? Hab's nicht gesehen. Freu dich nicht zu früh, Bamba! Der Sieger steht erst fest, wenn der Kampf vorbei ist. So ist der Kampfsport. Du wirst sehen, am Ende wird der Sieg mein sein! Glaub's kaum, Alter. Alter Mann! Du kannst das nicht mehr gewinnen. Gib es auf! Es ist vorbei! Nein! Versagt! Aber jetzt! Dürfen nicht versauen! Gib endlich auf! Nein! Oh. Okay. Oh, Freundchen. Deine Muskeln haben sich ausgespielt. Hey, was ist dein Hut denn? Dass dieser wundervolle Körper verlieren konnte. Bamba, guter Kampf. Ah. Warte, was? Bamba! Nein! Mario, danke, dass du diesen Kerl erledigt hast. Tatsko, wa? Entschuldigt bitte, dass ich euch da mit hineingezogen habe. Aber ich muss unbedingt ans Licht bringen, was in dieser Arena vor sich geht. Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Toadscove. Toadscove. Okay, also sie heißt Toadscove und ihr Bruder heißt Toadscove. Okay. Ein wirklich feiner Mann. Um unsere arme Familie zu ernähren, hat er sich ja als Kämpfer verdingt. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Achso, das war Dark Toadster wahrscheinlich, oder? Als Assistentin des Chefs versuchte ich, etwas über meinen Bruder herauszufinden. Und ich erfuhr, was Clapper hier für ein Spiel trieb.
Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich für Informationen zugespielt. Dann bist du also dieser X, der uns die Mails geschrieben hat? Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet. Und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Clapborn zu besiegen. Du bist also X und du warst die ganze Zeit nett. Ich hab dich verdächtigt als die Böse. Dabei war sie die Gute. Herr Clapborn, was? Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Clapborn, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Dark Toadster geworden? Dark Toadster, er ist hinter das Geheimnis meiner Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Du wirst ihn nicht finden, so sehr du auch suchst. Ich wusste es. Oh, Totskopf. Warte, hat er ihn umgebracht? Sie war immer so unnahbar. Dabei hat sie nur ihren geliebten Bruder gesucht. Mario, sieh nur, der Steinjuwel. Es reagiert auf irgendwas. Was soll das bedeuten? Es... Huh? Dark Toadster! Er war im Sternjuwel. Vielleicht hat auch deshalb Clapborn nicht seine potenzielle Stärke reichen können? Oh, ist das hier die Arena? Oh, Schwesterchen, was machst du denn hier? Was? Also, ich bin, schon gut, Asgard. Es ist vorbei. Alles okay. Das war also die Macht des Sternjuwels? Ja, scheinbar schon. Die Macht wurde schon für Toadskopf benutzt, deshalb hat Clapborn nicht seine Stärke erreicht, die er gewünscht hat. Also dann, Mario, das Sternjuwel gehört dir. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir nicht nur den Fake-Gurt, sondern auch den echten. Wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel einfach so mitnehmen. Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also Mario, nehmen wir das Sternjuwel an uns. Oh yeah. Gute Idee. Ja! Yes! Du erhältst das Sternjuwel! Die Sternenergie beträgt jetzt 4. Mario lernt die Attacke Power Plus. Das hört sich richtig gut an. Und damit beenden wir das gefühlt längste Chapter im Spiel. Geschafft! Chapter 3. Unter der schillernden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer, gefährlicher Ort. Aber mit Toadskovas Hilfe entlarvte Mario Clapborns düstere Maschenschaften. Und nach seinem Sieg über Mega Clapborn erhielt er das dritte Sternjuwel. Dieses Juwel, das Antrieb für die Maschine war und Clapborn seine Macht verlieh. Welche geheimen Kräfte schlummern wohl noch in den Sternjuwelen? Das müssen wir noch herausfinden. Aber erstmal natürlich speichern. Und wir gehen rüber zu Peach. Und zu Chrysalis, glaube ich, hieß er. Brunhilda, was ist los? Du hast den Kerl immer noch nicht erledigt. Er ist doch stärker, als wir dachten. Begreift es endlich. Wir Krusionen müssen das Seonentor zuerst öffnen. Ja, das nächste Mal kriegen wir ihn dran. Diesmal haben wir eine unschlagbare Geheimwaffe. Ich nehme dich beim Wort. Verlass dich auf uns. Gehen wir, Roberto Barbara. Ja. Okay. Heißt das, wir werden die nochmal zu Gesicht bekommen? Na, vermutlich schon, oder? Ganz schön langweilig. Diese Leute haben mich auch gar nicht mehr nach der Karte gefragt. Ich glaube, das ist nicht zu früh, gleich kommt noch einer. Oh! Ob das wohl wieder Tech ist? Vermutlich schon. Wollen wir nochmal. Na komm. Machen wir uns nochmal hübsch für Tech. Mir wird das gefallen. Das darf ich doch, ne? Natürlich, Peach.
Natürlich. So, ich bin gespannt. Hehe, das kitzelt. Bin gespannt, wie das mit Tech weitergeht. Wird er jetzt einfach nur ganz normal wieder eine neue Emotion erlernen oder wird das jetzt diesmal ein bisschen anders sein? Das hat gut getan. Ja, Peach, dann bist du wohl ready. Oder gibt's noch irgendwas? Nee. Ich schau trotzdem jedes Mal nach. Nein, warte, der Besen. Musst du den Besen noch berühren? Nein. Mach ich nochmal zurück. Ich wollte eigentlich. Ach, egal. Komm, jetzt bin ich schon zurück. Besen. Putzen. Fertig. Hab die Ecke da ein bisschen geputzt. Damit die Spinnen abhauen. Warum auch immer. Und nun? Geht nicht. Aber das hier geht zumindest. Tech will uns irgendwas wieder sagen. Guten Tag, Peach. Ich weiß nie, warum du mich immer wieder rufst. Aber was gibt's denn dieses Mal? Ich möchte, dass du zu Crucius gehst und etwas für mich fragst. Was? Was soll das heißen? Habe vor kurzem beunruhigende Informationen erhalten. Du bist der Hardcomputer. Wie kann etwas geben? Wie kannst du etwas geben, das du nicht verstehst? Mein Prozessor versteht nur die programmierten Inhalte. Muss deshalb erfahren, was Crucius über eine bestimmte Sache denkt. Aber sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen. Neben dem Vorstuhl oben ist das Zimmer der Wachen. Dort findest du die Uniform der Wachen. Zieh eine davon an. Dann siehst du aus wie einer seiner Leute, wenn du zu Crucius gehst. Ich soll mich also verkleiden. Sondern sicher nichts, wenn ich dir sage, dass ich das nicht mag. Korrekt. Na gut. Und was soll ich Crucius fragen? Warte, hier mag sie es nicht verkleiden, aber in Princess Peach Showtime schon. Na, ist auch geil. Frag ihn. Frag ihn was? Wir dürfen es wohl noch nicht erfahren. Warum alles in der Welt will Tech, dass ich das frage? Was ein seltsamer Computer. Okay, dann fragen wir jetzt wohl mal. Ah! Hier soll ich nicht einsteigen. Ich dachte, wir müssen erstmal hier draufstehen, ob das Ding angeht, aber ne. Na gut, dann nehmen wir das in den Farm. Kriegt man schon so ein bisschen Gänse. Was wird jetzt abgehen? Habt ihr gesehen, da war noch eine Ebene. Bitte warten, draußen befindet sich zurzeit eine Wache. Was? Okay. Jetzt. Steig aus! Zimmer befindet sich rechts. Grünes Licht beachten. Grünes Licht beachten? Und wenn ich nach links gehe? Oder wird er mich dann finden? Kann ich hier oben schauen? Gib mich auf! Wo ist woanders hin? Wohin geht denn der Gang? Nein, geht nicht. Geht alles hier nicht? Okay, also wir dürfen uns hier nicht umschauen. Wir sollen machen, was Tech, der Computer, sagt. Der Computer hat immer recht. Wir müssen auf ihm hören. Ich meine, nur durch ihn durfte Peach ja überhaupt Briefe verschicken. Also, ich schätze, wir müssen auf ihn hören und vertrauen. Achte auf das grüne Licht. Das heißt, diese Tür hier ist gemeint. Na gut. Hä? Sieh dich hier um. Im Schrank findest du eine Uniform. Okay. Sieht er uns hier die ganze Zeit? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass er uns beim Duschen auch gesehen hat. Was? Das ist die Uniform? Und die soll ich anziehen? Ekelhaft! Korrekt. Tja, Peach, es bleibt wohl keine andere Wahl. Es tut mir leid, dann wirst du zu einem Crucius. Was soll's? Machen wir erstmal. Uff, ganz schön eng. Und stinken tut das. Fertig. Es
ist sie einfach ein Krusione auf einmal. Okay. Auch so ganz klein geschrumpft. Perfekt. Ein weiblicher Krusione einfach. Das ist sicher falsch. Keine Kleidung hier. So, und gleich muss er so schrumpft. So. Hi, Krusius. Was ist das für einer? Was machst du hier? Es ist verboten, sich vom Standort zu entfernen. Was? Hast du gerade Pause? Na, dann geh. Wir dürfen jetzt überall lang? Okay. Oh, ich bin schon automatisch richtig gegangen. Ups, ich hoffe, man konnte sich nicht umschauen. Wäre blöd gewesen, weil jetzt habe ich es verpasst. Ups. Herr General! Was gibt's? Also, die Prinzessin, was soll das hier werden? Deine Stimme klingt irgendwie seltsam, so hoch. Na egal. Die Prinzessin, es gibt nichts, was sie mir noch zu sagen könnte. Sie bleibt auf ihrem Zimmer. Aber seid auf keinen Fall grob zu ihr. Sagt das auch den anderen. Aber weshalb halten wir sie gefangen? Das geht dich gar nichts an. Kümmert ihr euch lieber darum, wie wir an den legendären Schatz kommen. Wir brauchen den Schatz, um die Welt zu erobern. Die Welt erobern? Mit einem legendären Schatz? Was faselst du da? Du bist wirklich sus. Nein, also Ordnung. Hab verstanden. Danke, General. Gut, dass sich die Jojo-Pose auch gemerkt hat. Und jetzt schnell umziehen. Ich will nicht mehr drin stecken. Puh, das war ganz schön brenzlig. Aber die Welt erobern? Und was hat das alles mit dem Sternjuwel zu tun? Ziemlich verwirrend, das Ganze. Ach, das Kleid tut gut. Puh, dieses Kleid steht mir doch gleich viel besser. Also schnell zurück. Kommen wir überhaupt zurück? Tag, Computer, hallo? Da war gerade eine Wache im Flur. Ist er immer noch da? Oh, schau mal nicht. Okay, einfach so. Zack. Hi, wir sind mal wieder. Was geht ab? Tag, euer Ziel ist also die Welt zu erobern? Korrekt. Wurde zu diesem Zweck angefertigt. Die Welt erobern, also das. Beat, eine Frage. Gefällt dir die Welt, so wie sie ist? Es gibt viele Probleme auf dieser Welt. Gefällt dir diese Welt? Natürlich mag ich sie. Auch wenn sie nicht perfekt ist, ist doch klar. Tatsächlich. Braucht man die Sternjuwele für die Eroberung der Welt? Und was dieser legendäre Schatz von dem Krusius geredet hat? Keine Antwort möglich. Beantwortung verboten durch Krusius persönlich. Aber... schon gut. Zumindest sollte ich Mario etwas über diese Welterung mitteilen. Tech, kann ich eine Mail schreiben? Positiv, du kannst eine Mail schreiben. Boah, ich dachte schon, er sagt jetzt nein und er verarscht uns und ist doch böse. Der hat sich nochmal gerettet. Schick sie bitte ab. Nachricht verschickt. Prinzessin Peach, für heute kannst du in dein Zimmer zurück. Ja gut. Ob ich die Welt mag? Gute Nacht, Peach. Und gute Nacht, Freunde. Bis zur nächsten Folge.